Hallo Leute, willkommen wieder zurück zu City Skylines. Hier ist Frosty wieder. Und ja, ich habe ja letzte Folge gesagt, dass wir mit der Autobahn schauen und dass ich mir was überlegt habe. Und ihr seid bestimmt schon längst drauf gekommen. Ich werde probieren, das ist schon mal gut, dass ich die Autobahn einfach im Untergrund mache. Ja. Also unter der Stadt so eine Art Autobahn durchführe und dann aus mehreren Lage, schwer zu sagen, also aus verschiedenen Lagenpositionen halt wieder rauskommen. So meine ich es. Ja, und ich hoffe, das funktioniert mal. Ich probiere es auf jeden Fall und ja, ich guck mal, wie ich das auch machen werde. Und es leckt wieder. Zum Beispiel hier bin ich mir überlegen, ob ich hier doch nicht die Autobahn gleich wegmache. Könnte man nämlich gleich hier zum Beispiel die Stadt weiter ausbauen. Also flüssiger auf jeden Fall. Finde ich jetzt zum Beispiel. Dann, dass man den vielleicht einen direkten Anschluss hier zu dem Industrie mache und dann vielleicht hier drüber. Jetzt bin ich mir nicht sicher. Ich kaufe jetzt erstmal nochmal ein paar Felder. Jetzt mir überlegen. Eigentlich wollte ich hier rüber rausgehen. Aber ich glaube, hier oben wäre es gar nicht mal so schlecht. So, das ist aber teuer, ey. Okay, von mir aus. So, mehr kann ich auch nicht kaufen. Ups, was mache ich denn? So. Jetzt gucken wir mal, wie wir das so anstellen. Es wird uns so jetzt einen Haufen Kohle kosten. Wie war das? So. Dann brauche ich das Werkzeug hier. Ja. Dankeschön. Das sollst du jetzt nicht, aber okay. Nee, das ist... Okay. Schlecht. Sehr schlecht. Wartet mal. Kann ich das mit denen auch machen? Nee, mit denen kann ich es nicht. Das kostet halt jetzt einen Haufen Kohle. Und würde mir, glaube ich mal, überhaupt nichts bringen. Hundertprozentig. Ja, dann machen wir was anderes. Gut. Das war jetzt ein bisschen ein Fehlschlag. Ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass es so teuer ist. Und so viel Money haben wir nicht. Und so wie ich mich kenne, schmeiße ich mir Geld so oder so wieder sauschnell raus. Das ist jetzt ein Problem. Ja, dann würde ich sagen, machen wir einfach was anderes. Guck mal, okay, einmal auf Verschönerheit der Stadt einfach, würde ich sagen, vielleicht. Wieder gerade. Ohne irgendwas abzureißen auch. So. Ja, ich sei gleich beleidigt. Gleich macht er wieder freundliches Gesicht. Wart nur ab. Ihr habt da noch was. Setze ich da ein Schwimmbad rein? Nee, ich mach da hier. Nee, das ist auch blöd. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Was? Skateplatz. Tonhalle haben wir schon. Das ist mir auch ein bisschen so blöde. Dann nehmen wir was anderes. Ja, komm, nehmen wir mal sowas. In traditioneller Park. Mit Fußgängerweg natürlich. Ist wieder auf Park zurück. Da. So. Geht das? Nee.
hier immer Lücken entstehen, verstehe ich nicht. Naja. Okay, sieht jetzt nicht so gut aus, aber... was willst du machen? Ist halt jetzt ein bisschen blöd. Ja, so. Anscheinend doch nicht. Ja, komm, geht's noch lauter. Alter Schwalde, ey. So. Pflanzt. Nehmen wir einen anderen. Da noch welche rein. Was ist das für einer? Ah, der geht auch. Ey. So. Gut. So sieht's einigermaßen okay aus. Dann, sie wollen wieder mehr Wohngebiete haben. Die können sie gerne haben. Ich mache das wieder aber nach dem anderen Schema. Die nette Einbahnstraße grüßt wieder. Die ziehen wir dann ganz durch. Und hier machen wir so. Wie machen wir das? Weil ich mache erstmal das hier weg. Und man kann hier runter. So. Da und jetzt wieder Nuff. Jetzt geht's wieder hoch. Wenn er wieder will. So. Und dasselbe machen wir ja hier. Bloß verkehrt rum eigentlich. Ja, okay, das Wechseln kostet ja so nichts. So. Habe ich hier gemacht? Oder hier? Ich mache jetzt einfach mal. Ja, klar, natürlich. Oh, das ist bereits belegt. Jetzt nochmal zurück. So. 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 Und hier machen wir es einfach hier entlang. So. Nee. Das setzen wir so entlang. Hier hoch. Da rein. So. 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 Jetzt müssen wir bloß da die Seiten bloß verändern. Als Einbahnstraße. Dankeschön. So. Oh, immer wieder Nuna. Nee. Nee. Hast du schon? So. Jetzt aber. Ich weiß nicht, hat das was? Ich finde, es hat irgendwas. Irgendwas hat es. Ich hätte es auch oben drüber machen können, aber da hatte ich keine Lust dazu. Jo. Jetzt hauen wir da ein paar Leute rein. Da will ich keine machen. Hier mache ich, hier mache ich. Und hier lasse ich es auch mal weg. Dann die brauchen... Wipsa. So. Die wollen auch keinen Wassermangel haben. Wäre ja ein bisschen blöd. Dann, das können wir hier noch reinhauen. Ich baue dann am besten eine Arztpraxis hier hin. So. Und eine Feuerwehr. Gleich eine größere aber.
Reicht das Geld? Ja, es reicht. Die freuen sich wieso alle wie kleine bunte Hase, du. Wie kleine Welpen freuen sie sich. Obwohl es nichts bringt. Ah, vielleicht machen wir die Spur auch hin und zurück. Ja, komm. Ich glaube mal, die ist jetzt nicht so stark befahren, dass wir das jetzt machen können. Wir können sie ja immer noch ändern. Also. So, so. Solange hier keine Ampel existieren, bin ich froh. Wie es aussieht, aber nicht. Yep. Gott, das gefällt mir. Zum Teil. Die Feuerwehr kommt wieso nicht da drüben an. Schauen wir mal, wie es läuft. Wir können es immer noch ändern. Ist ja alles kein Problem. Und ja, hier ist ziemlich dicke aufeinander. Geht eigentlich soweit auch. Hab damit kein Problem. Bloß was setzen wir hier rein? Ja, wir haben so gut wie gar kein Geld mehr. Ach, und ich habe diese, was sind das, oder? Zwei. Die unterscheiden sich von der Größe, nämlich. Ja, diese, was ist das? Vortex-Turbine sind das irgendwie. Ganz schnicke Dinger. Ganz wenig Platz. Man könnte sie zum rein theoretisch in der Stadt auch aufbauen. Oder jetzt zum Beispiel hier entlang. So, das ist voll schön unauffällig und würde halt nochmal ein bisschen Strom geben. Finde ich ganz nice. Habe ich auch schon mal in Städten wirklich gesehen. Als diese fetten Dinger hier. Diese hässlichen Teile da. Ich muss sie jedes Mal sehen, wie ich aus dem Fenster schaue. Weil ich wohne da Richtung Industriegebiet fast, kann man so sagen. Ist halt getrennt von einem Fluss und dahinter ist dann das Industriegebiet und vor dem Fluss, von mir vor dem Fluss, ist halt ein Waldstück nochmal. Und hinter dem Wald, auf einem Berg, steht dann halt, ja, die Windturbine. Ne, zwei sind es sogar. Ja. Zum Glück hört man die nicht. Also umso näher man dran geht, umso weniger es wird auch, umso mehr hört man die. Ist nicht schön. Aber ich kann mitleben. Es ist nicht das Schlimmste, weil warte mal. Vor meinem Haus, nach dem Wald, ist ein Bahnhof mit Zug. Also, ja, müsst ihr euch echt überlegen, das ist echt der Hammer. Wenn da mal halt ein Zug durchrast, mit weiß Gott 200 Waggons zum Beispiel, dann hört man die aber richtig. Und es kommt nicht gerade wenig vor, Leute. Also auch nachts da, die kommen da, die kennen ja keine Gnade, düsen da durch. Man könnte denken, die Wohnung ist deswegen billig oder so, weil es auch im Arsch der Welt ist. Nee, ein Scheißdreck, die ist sackteuer. Ohne Witz. Vielleicht mache ich immer irgendwann mal einen kleinen Film. So, wie es denn jetzt aussieht bei mir. In die Wohnung. Je nachdem. Ich habe nicht meine Kamera, also müssen wir erstmal gucken, wie das jetzt passt. Okay. Machen wir mal weiter. Genug gelabert. Was brauchen wir denn? Die wollen Wohngebiete ohne Ende. Das darf nicht wahr sein. Boah, jetzt bin ich am Mikro dran gekommen. Ich weiß nicht. Gewerbe wollen sauer, aber das ist ja mal echt übel. Ja, komm, dann. Ich weiß nicht, Mann, so wie das, wie ich die Autobahn einbinde. Wie mache ich das jetzt? Ja, okay, ich weiß ungefähr wie. Ungefähr. Eigentlich dasselbe Schema wie sonst. Bloß von der anderen Seite. Aber ich setze dann zwei rein. So.
Gut. Dann müsste es das hier die Mitte sein, genau. Und hier mache ich dann das hier. Nein. So. Das müsste eigentlich gut reichen. Für eine Weile. Ich bin mal lang. Machen wir erstmal das hier. Die brauchen ja auch Wasser. Mal wieder. Der Verschwender hier. Noch ein bisschen mal drüber. Ah, mal was. Nee, geh mal Geld sparen. Nicht ganz durch. Wir brauchen aber bestimmt Strom. Nee, das geht auch ohne. Gut. Keine Strommäste. Gut für mich. Das heißt eigentlich, lass mal gucken. Nee, ich müsste hier weiter hochkommen. Ah, das passt dann schon noch. Das geht schon noch. Ich könnte es jetzt auch hier anschließen, aber mir ist das blöd. Ich lasse es jetzt erstmal so. Was? Ne, die brauchen noch mehr. Es darf nicht wahr sein. Ich hau das jetzt gleich zu. So. Das ist sowieso schon alles abgedeckt. Ist jetzt aus mit dem Strom. Das muss ich jetzt dann hochdrehen. Strom haben wir dann auf 100 wieder. Wie sieht es aus mit dem... Oh, ja, auch. Das wäre nämlich das nächste Problem. Okay, gucken wir mal. Wir wollen hier weiter... Nehmen wir gleich... Wir zeugen halt gleich mal einen Batzen mehr. Das ist halt mal voll geil. Kosten halt auf einen Haufen Kohle, ey. Ich glaube, ich habe auch irgendwo Solarzellen hier. Ja, habe ich. Ob die wirklich Strom abgeben? Ich glaube, die geben wirklich Strom ab. Lass mal gucken. Ja. 1 Megawatt. Eigentlich auch nicht schlecht. Kann man so abends mal unplatziert hinstellen. Schätzungsweise, wo könnten wir die denn hinstellen? Wo wird es denn passen? Die kann man auch irgendwo gerade hinstellen. Sehr nice. Wo wäre denn Platz? Zum Beispiel, ich drehe das jetzt mal. Ich weiß nicht, ob die Sonne von da kommt. Ist mir jetzt auch egal. Ein bisschen. So. So. Noch ein bisschen drehen. Kosten nicht allzu viel. Sieht auch irgendwie interessant aus, finde ich. Ein bisschen schräg geworden, aber... Naja, was soll's. Auf jeden Fall nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Megawatt noch dazu. Und es stört eigentlich so gut wie gar nicht. Je nachdem, also ich, schätzungsweise kann man es hier gut einbinden, ne? Ungenutzte Fläche ausnutzen. Ist, denke ich mal, ganz gut. Ja, jetzt sind wir schon wieder langsam am Ende angekommen. Ich überlege mal, was wir nächste Folge machen können. Oder schreibt es mir einfach in die Kommentare am besten. Ich wäre halt dafür, das Wohngebiet weiter auszubauen. Ich muss mir da echt was überlegen, was auch nicht schlecht aussehen soll natürlich. Soll auch ein bisschen organischer werden. Das heißt, es darf auch Krümmungen und Kurven haben. Ich bin dann halt doch ein bisschen zu gerade, sehr oft. Aber mich stört es nicht ganz so arg, weil wir dann später, falls wir, kommt immer drauf an, wie lange wir das jetzt noch spielen, kann ja auch möglich sein, dass wir es jetzt bald abbrechen, wer weiß, aber dass wir halt wirklich alle, was sind es, 25 Felder dann haben und
Da haben wir noch genug Platz übrig, uns richtig auszulassen, um Blödsinn zu bauen. Also hier oben wisst ihr so viel geiles Zeug eigentlich hier, wenn es sich anschaut. Können wir bisschen was Schönes machen. Hier oben könnte man was Geiles machen. Also hier so die Straße so entlang formen. Dann die schicken Häuser da dran und. Ja, geht alles. Oder wir können uns auch um die Müllversorgung kümmern, weil die kommt jetzt auch langsam in die Schranken. Und ja, das wäre dann auch nicht schlecht, weil der ist voll. Der ist voll. Oh oh. Mist. Nein. Ich mach das jetzt noch. Jetzt habe ich echt kurz überlegen müssen, wie stellen wir das jetzt an. Wir machen das so. Dann hier entlang. Nein. So. So rein. Wo ist denn nicht so mal? Ich finde es nicht, so ist es. Gut. Und das lassen wir mal hier so. Gut. Das war's. Wir bauen dann in der nächsten Folge weiter. Also, ciao Leute, bis zum nächsten Mal und haut rein.